Superleichte Zeichnungen. Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Superleichte Zeichnungen. Heute werden wir eine Regenbogen-Badewanne zeichnen und ausmalen. Lasst uns anfangen zu zeichnen. Zu Beginn zeichne ich ein Waschbecken. Und einen Wasserhahn so. Mit einem Spiegel. Ich werde eine Badewanne zeichnen. Dann zeichne ich den Duschkopf so. Dann zeichne ich drei Herzen auf die Vorderseite und diesen Teil mit Linien so. Ich werde dies mit den Farben des Regenbogens ausmalen. Ich füge hier Schaum hinzu. Und ein paar Blasen. Zum Schluss zeichne ich ein Handtuch auf einem Wandhalter. Ich zeichne eine Linie hier für den Boden. Erstaunlich! Jetzt benutze ich diesen dicken, schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Hellblau. Blau. Grau, blau, rot, fuchsia, hellblau, ich male die Badewanne mit den Farben des Regenbogens an, rot, orange, gelb, grün, blau und lila, rosa, fuchsia. Dann male ich die Herzen rot. Grau für den Duschkopf. Für den Schaum und die Blase nehme ich etwas hellblau. Ich benutze gelb. Um das Handtuch auszumalen, benutze ich die Farben des Regenbogens. Rot, orange, gelb. Dann hellgrün, hellblau, lila und rosa, fuchsia, dann mauve, minzgrün, lila. Und rosa. Erstaunlich! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ein Like und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.